Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich hier mit Oberwellen. Konkret mit Oberwellen bei elektrischen Strömen. Ich hoffe, dass ich das Thema plausibel machen kann. Ich werde dazu hier in diesem Schaltbild zeigen, wo Oberwellen auftreten können. Ich werde dann in Excel Oberwellen darstellen, schließlich kurz auf die Mathematik schauen, die damit verbunden ist. Und wie ich diese Mathematik hier angewendet habe, um daraus das entsprechende Diagramm darstellen zu können. Am Ende werde ich noch einen ganz kurzen Ausblick auf die Elektrotechnik geben, warum das in der Elektrotechnik wichtig ist. Zunächst mal, warum können Oberwellen auftreten? Und zwar stelle ich mir hier vor, dass ein ohmscher Verbraucher an eine sinusförmige Wechselspannung angeschlossen ist. Und daraufhin wird durch diesen ohmschen Verbraucher ein sinusförmiger Strom fließen. Daneben ist aber auch noch parallel dazu ein weiterer Verbraucher an diese sinusförmige Wechselspannung angeschlossen, der ein Schaltnetzteil enthält. Dieses Schaltnetzteil wird auf dieser Strecke hier permanent diesen Stromkreis ein- und ausschalten. Eine recht komplizierte Elektronik wird sich konkret in einem Schaltnetzteil befinden, die diesen Transistor ansteuert, der daraufhin diese Strecke immer wieder ein- und ausschaltet. Das führt aber doch dazu, dass der Strom, der hier reinfließt, mal eingeschaltet ist und mal ausgeschaltet ist, durch diese gepunktete Linie angedeutet. Das wiederum führt dazu, dass der Strom, der in die gesamte Anlage fließt, eine Mischung ist aus diesem sinusförmigen Strom plus diesem getakteten Strom, der in das Schaltnetzteil fließt. Das könnte dann ein Strom sein, der ungefähr diesen Kurvenverlauf hat. Denn ich muss ja die beiden zusammenzählen. Also irgendwo werde ich den Sinus darin wiederfinden und irgendwo auch etwas, was da drauf addiert wird, nämlich in diesem Takt. Ja, das Ganze schaue ich mir zunächst mal in Excel an, wie das konkret aussehen kann. Dazu blende ich mal zunächst alle Ströme aus, die nicht dem Gesamtstrom entsprechen. So, da sehe ich also den Gesamtstrom. Das soll der Gesamtstrom sein, der in diese Schaltung hineinfließt. Nun ist es nach Jean-Baptiste Fourier tatsächlich möglich, so einen Verlauf in viele verschiedene sinusförmige Verläufe aufzuteilen. Wenn ich dann diese einzelnen sinusförmigen Verläufe zusammen addiere, komme ich wieder auf diesen Strom. Das werde ich mal gerade hier den Gesamtstrom ausblenden und alle Teilströme einblenden, die ich hier brauche, um das Ganze darzustellen. Den einen nehme ich nochmal raus, den brauchen wir nicht. Ich habe also in diesem Fall eine sogenannte Grundwelle. Die erste Oberwelle, das ist diese, die erste Oberwelle und die zweite Oberwelle. Wenn ich nun Zeitpunkt für Zeitpunkt diese Werte addiere, dann komme ich auf den hier rot dargestellten Gesamtstrom. Der Gesamtstrom lässt sich also zerlegen in Grundwellen und Oberwellen. Das ist eine rein mathematische Vorgehensweise, die man hier vornimmt. Aber tatsächlich hat sich dieses Konzept außerordentlich gut bewährt. Man kann sich tatsächlich fragen, wie sich denn diese einzelne Oberwelle in dieser Schaltung verhält oder auch in dem versorgenden Netz, welche Wirkungen sie dort hat. Denn ich muss ja bedenken, dass oberwellenartig hier ein Strom hineinfließt, der natürlich auch entsprechend hier das versorgende Netz belastet. Man kann also tatsächlich Grundwelle und die verschiedenen Oberwellen einzeln betrachten, um zu sehen, wie sie sich in der Schaltung auswirken. Das ist die Idee bei der ganzen Geschichte. Das hat sich sehr, sehr weitgehend bewährt. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass es natürlich letztlich ein mathematisches Konzept ist und dass tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt natürlich nicht mehrere Ströme über diesen Weg in die Schaltung fließen, sondern tatsächlich nur immer ein bestimmter Stromwert gemäß dieser Kurve hier vorhanden ist. Ja, jetzt haben wir schon gesehen, wie die einzelnen Wellen sich hier zu dem Gesamtstrom aufaddieren.
und schauen uns jetzt einmal die Mathematik an, die dazu gehört. Die Grundwelle gehört dieser Funktionsgleichung. Und zwar ist das der Strom, der über den Außenleiter L1 in die Anlage fließt. Das ist also die Grundwelle, die mit 1 gekennzeichnet ist, Wurzel 2 mal dem Effektivwert dieser Grundwelle mal dem Sinus mal der Grundfrequenz plus einem Phasenverschiebungswinkel. Schaue ich mir die erste Oberwelle dazu im Vergleich an, so stelle ich fest, dass die Funktionsvorschrift im Wesentlichen die gleiche ist, jedoch die erste Oberwelle einen anderen Effektivwert hat. Mit der Wurzel 2 zusammen wäre das ja der Maximalwert, der in dieser Welle auftritt. Und dass die Frequenz, die hier mit 1 mal f angegeben ist, hier verdoppelt worden ist. Und dass ein anderer Phasenverschiebungswinkel besteht. Ich habe übrigens in diesem Beispiel bei diesen Oberwellen darauf verzichtet, mit verschiedenen Phasenverschiebungswinkeln zu arbeiten, um die Sache einigermaßen übersichtlich zu gestalten. So geht das Spielchen nun weiter. Die zweite Oberwelle, die sogenannte dritte harmonische, hat wiederum irgendeinen Effektivwert und die dreifache Frequenz gegenüber der Grundwelle und wiederum ein Phasenverschiebungswinkel. Und so geht das nun immer weiter. Nach Fourier kann ich jede periodische Funktion, also damit auch Ströme, dadurch darstellen, dass ich verschiedene sinusförmige Wellen aufaddiere und möglicherweise kommt noch ein Gleichanteil hinzu. Das sehen wir hier. Da ist der Gleichanteil. Der Gesamtstrom, der über L1 nun in die Anlage fließt, setzt sich also zusammen aus dem Gleichanteil plus der Grundwelle plus der ersten Oberwelle plus der zweiten, der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten und der siebten und so weiter. Theoretisch kann das bis ins Unendliche laufen, aber je nachdem, welche Genauigkeit man benötigt, begnügt man sich natürlich damit, das Ganze endlich zu gestalten. Es gibt auch viele Fälle, wo man auf exakte Ergebnisse kommt, ohne dass man allzu viele Oberwellen berechnen muss. Die Berechnung dieser Amplituden, dieser Winkel hier, ist kein Thema dieses Videos. Ja, wie habe ich das Ganze nun umgesetzt? Ich muss also diese Gleichung anwenden. Dazu gebe ich einfach an dieser Stelle die entsprechende Formel hier oben ein. Also da sieht man das, Wurzel 2 mal diesen Zellwert, das ist hier die Grundfrequenz. Entschuldigung, das ist der Effektivwert dieser Oberwelle. Da mal Sinus 2 mal Pi mal dieser Zelle, das ist die Grundfrequenz, die ich hier angenommen habe. Die Grundfrequenz gebe ich in Hertz an, da ich aber die Zeitwerte in Millisekunden angeben werde, muss ich die Frequenz durch 1000 teilen. Dann ist es möglich, hier mit den Millisekundenwerten zu arbeiten, sonst müsste ich diesen Wert hier in Sekunde eingeben. Das wäre so 0,0001 Sekunde. Das wäre einfach unübersichtlicher in der Darstellung, daher dieses Teilen durch 1000 an dieser Stelle. Ja, sind dann weiterhin hier aufgeführt die anderen Formeln, die ja genauso aussehen, nur dass ich halt mit einer anderen Amplitude arbeite. Da, diesen Wert ziehe ich mir daher, das ist also die Amplitude der ersten Oberwelle. Die Frequenz ist automatisch die doppelte gegenüber der Frequenz, die ich hier angegeben habe. Also ich gebe hier den Frequenzwert ein und dann werden alle anderen Frequenzen hier entsprechend angepasst. Den Wert der Amplitude kann ich mir hier individuell selber einstellen, sodass dann also verschiedene Kurvenläufe dadurch realisiert werden können. Ich bin also hergegangen, habe die Grundwelle, die erste Oberwelle, zweite Oberwelle, dritte Oberwelle, vierte Oberwelle auf diese Weise dargestellt, so dass ich die also in diesem Diagramm auch alle auswählen kann. Ich kann also hier auch verschiedene Amplituden angeben. Minus 2, 4 und wenn ich das jetzt mir ansehe,
dann sieht man sofort, dass sich hier oben einiges getan hat. Es sind tatsächlich jetzt mehr Wellen dazugekommen. Vorher war das einfach ein Gleichanteil, weil die Amplitude entsprechend mit 0 gewählt war. Auf den Gleichanteil habe ich hier verzichtet. Wenn ich den hier eintragen würde, dann würde das Ganze weiter nach oben oder nach unten verschoben, je nachdem, ob ich einen positiven oder negativen Wert angebe. Ja, weiterhin bin ich dann hergegangen und habe ganz einfach hier die Werte aufaddiert, die hier entstehen, Zeitpunkt für Zeitpunkt, sodass sich also hier der Gesamtstrom abbildet. Ich bin jetzt hergegangen, habe das Ganze für 40 Millisekunden mit einer recht hohen Auflösung dargestellt, immer in der Abstufung von 0,1 Millisekunde, damit ich auch mit verschiedenen Frequenzen noch vernünftige Auflösung auf dem Bildschirm erreiche. Ich werde jetzt einmal hier die Grundfrequenz auf 100 ändern. Wir werden es gleich sehen, wenn ich Return drücke, wie sich das Ganze dann verändert. Return. Naja, gut, er springt wieder nach unten. Ja, da sieht man, dass die Frequenz jetzt insgesamt größer ist. Nochmal Vergleich dazu. Ich gehe jetzt mal auf eine Frequenz von 10 Hertz, also eine ganz niedrige Frequenz. Dann sieht das in dem Bild hier oben entsprechend aus. Damit kann man nicht mehr viel anfangen. Also man muss schon mehrere Periodendurchläufe hier abbilden, sonst macht das Ganze nicht mehr viel Sinn. Typischer Wert 50 Hertz im öffentlichen Netz ist die Grundwelle, die man hier durchaus noch vernünftig erkennen kann. Das ist die blaue Welle. Ja, das ist die Grundwelle. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen das Konzept der Oberwellen nahebringen konnte. Es ist ein mathematisches Konzept, das sollte man nie vergessen. Aber die Denkweise in Oberwellen ist weit verbreitet und manches elektrotechnisches Phänomen lässt sich damit sehr gut erklären. Zum Beispiel, als Ausblick dazu möchte ich das sagen, kann man darstellen, warum selbst bei symmetrischer Belastung in Drehstromsystemen denn auch Ströme auf dem Neutralleiter auftreten, wenn denn eben die Ströme, die über die einzelnen Außenleiter in die Anlage fließen, nicht sinusförmig sind. Das werde ich im nächsten Video darstellen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.